gerade der Hit auf YouTube. Eine Möwe klaut sich eine Kamera der Marke GoPro und fliegt filmend über die Dächer von Cannes. Mehr als 1 Million haben sich das Video schon angeschaut. Ist der Film ein unglaublicher Zufall oder doch fake? Das Video wirkt sehr echt. Selbst der Atem der Möwe ist zu hören. Ein User namens OPK1983 hat das Video ins Netz gestellt. Er hat bereits mehrere professionell wirkende Clips bei YouTube veröffentlicht. Nun gibt er in einem Interview zu, das Video ist zwar echt, aber inszeniert. Die Möwe wurde mit zermatschten Pommes frites auf der Kamera angelockt. Dank eines GPS-Senders konnte das Gerät auch wiedergefunden werden. Zahlreiche Versuche waren nötig, bis die spektakulären Aufnahmen gelangen. Und wofür das Ganze? Der Kamerahersteller GoPro ist bekannt für virales Marketing. Vermutlich hat er auch dieses Video in Auftrag gegeben. Neben Sportlern finden in Webvideos nämlich auch Tiere Gefallen an der kleinen Kamera. Erst im Mai sorgte ein filmender Löwe im Internet für Furore. Weitere Tiervideos dürften also folgen.